Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Battlefield Play for Free, aber nicht ein gewöhnliches, sondern wieder ein kleines Waffen-Review. Diesmal geht es rund um die AS, weil, ja, sag ich mal, ein bisschen was Allgemeines. Und zwar ist die Waffe sehr, sehr geil, laut meiner Meinung. Wir haben heute den 23.11. und da müsst ihr wissen, die AS-Wahl war im Angebot für 1700 noch was bei uns. Und da haben wir die natürlich gleich mitgenommen und auch gleich vorgestellt und alles ausgerüstet. Und ja, und was gibt es noch alles zu sagen, Alter? Viel zu viel gibt es zu sagen. Ja, letztes Waffenreview war ja die Uzi, die war ja nicht so cool. Aber ja, die wird hoffentlich besser heute, aber... Das ist eigentlich eine sehr, sehr geile Waffe, muss ich jetzt sagen. So, zum Allgemeinen, die hat ein paar Eigenschaften, die die VSS Vintores auch hat. Und zwar die... Was ist das denn jetzt hier gewesen? Was war das denn hier? Hä? Ein kleiner Anschlag oder was? Autsch, fuck, verdammte Scheiße. Oh mein Gott. Hier bin ich, mein Freund. Hier. Und genau das ist das Geile an der Waffe. Ja, die Waffe hat einen richtig kranken Schaden, der irgendwie richtig abgeht, Mann. Was ist denn das jetzt hier? Ja, auf jeden Fall hat die Waffe einen richtig geilen Schaden, der richtig abgeht. Und das wird aber durch die hohe Feuerrate unterstützt. Ja. Was ist das denn jetzt hier? Jo. Auf jeden Fall zu den technischen Details erstmal zur Waffe. Also die Waffe hat einen Schaden von Mittel, eine Präzision von Hoch, die Munition haben wir 24 Kugeln und davon habt ihr 4 Magazine. Die Reichweite ist lang und die Feuerrate ist schnell und vollautomatisch. Autsch, hallo, den habe ich schon noch mindestens noch gekriegt. Egal, die Feuerrate ist sehr schnell und vollautomatisch. Ja, das alles haben wir ein bisschen aufgestockt mit dem Predator-Lauf, dem Viper-Magazinen, dem Holocide, wie ihr hier schon seht. Und irgendwo muss doch der Gegner sein. Ja, dem Holocide, beziehungsweise der holographischen Zieloptik für die Deutschen unter uns. Was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Jo, und natürlich dem taktischen Schaft. Diese Attachments sind so gut wie Standard bei uns, also bei mir. Und ja, ist schon so gut wie Standard, ja. Ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es sind ein paar Eigenschaften. Alter Verwalter, was ist das denn jetzt für eine Scheiße hier? Das war jetzt nicht das Schlauste. Ja, sie hat ein paar Eigenschaften, die die VSS auch hat, und zwar die gleichen Sound, die gleiche Feuerrate. Und ja, und das Aussehen ist natürlich auch fast gleich. Fick mich, Alter. Fick mich, Alter! Wie... Hä? Ja, ich, Junge. Okay, irgendwie habe ich ihn gekillt. Ja, ist egal jetzt. Unser Heli-Pilot kann nicht fliegen. Wie sieht das? Unser Heli kann nicht fliegen. Ich wurde von Jungle 90 gekillt und habe 1600 Punkte. Was soll das eigentlich hier? Wir sind ein minderwertiges Team. Übrigens, das auch. Ja. Wieder. Oh nein, ich habe keine Lust, schon wieder von dem Scheiß wie gekillt zu werden. Oder nicht? Keine Lust. Da fahre ich jetzt hinten. Mach ihn platt. Ich hoffe, er hat keine geile Pistole dabei. Ja, da fährt schon einer hin. Sehr gut, finde ich sehr schön. Ist sehr vernünftig von euch. Ja. Ansonsten schaut euch einfach an. Ich habe mal wieder seit langem. Alter, das kann ich anders sein, oder? Nein, zum Glück. Jetzt habe ich ihn nicht getroffen, weil die ganze Zeit gesprungen. Alter, die Jungle ist immer noch da hinten. Treff. Oh fuck. Geht 53. Scheiß wie. Okay, gut. Also, schaut euch einfach an, wie ich das Ding jetzt zock. Und ja, ich finde sie sehr geil. Das muss ich jetzt schon mal betonen. Alter, was läuft bei euch eigentlich in eurem Scheißleben manchmal schief, Alter? Dass ihr eigentlich nur am Losen seid. So, und die G53 jetzt hier ist. Und ich sie jetzt down machen werde. Hoffe ich doch mal. Ach scheiße, die Jungle ist ja immer noch hinten. Ah, gut, der Schaden. Also die Feuerrate, die ist so geil. Da muss ich aber leider einen kleinen Nachteil, kleinen Nachteil bemerken. Scheiße.
Was? Fuck. Ach, Mann. Ja. Ich gehe hier ab, Junge. Ich gehe hier ab. So, und den Kollegen hole ich mir jetzt auch noch. So. Jo, die geht ab, die geht ab. Die ist richtig nice. Richtig geil. Aber ein kleiner Nachteil ist wirklich die Ammo, weil... Ja, ich zock mit Viper Max, das sind 6 Kugeln drauf. Jetzt treff doch mal bitte. Geht auch. Sehr schöner Bubi. Ja, ich zock mit Viper Max, das sind 6 Kugeln drauf, als ihr gerechnet habt. Und natürlich ein größerer Schaden, ist ja klar. Bin ich 4 Schaden oder so mehr. Ja, aber Leute, die hat eine sehr schnelle Feuerrate. Warum? Dann nur so scheiß wenig Munition. Ich verstehe es einfach nicht. Auf jeden Fall, daran, na gut, man kann eh nichts dran ändern, aber das ist das einzig Negative, was ich bis jetzt an der Waffe gefunden habe. Ich finde sie einfach nur, ich bin einfach, bewältigt, wie schnell der Gegner down geht, also, und weg war er, ich weiß nicht. Es gehen aber 18 Schuss drauf, aber der Gegner ist down, also es ist eine Freude, es macht einfach Spaß mit ihr zu spielen. Das muss man einfach mal sagen, das muss man einfach mal anmerken. Es macht einfach Spaß, mit der zu spielen und ja, das ist das einzig Geile. Also das ist, ach, was sag ich, das einzig Geile. Das einzig Negative, was ich an der Waffe habe, ist halt die Munition. Ha, da war es wieder. Ja, ich spiele ja, wie gesagt, am 23.11.2014. Das Let's Play wird irgendwann im Dezember herauskommen. Ich hüpfe die ganze Zeit hier rum und hoffe, oder auf meinen Toten, also auf den Gegner. Weil der ist ein bisschen weit weg, ne? Scheiße. Fuck. Oh, da ist aber noch einer. Dann komme ich mal kurz aus meinem Loch raus. Ist doch jetzt hier wohl drüber gefahren, oder? Ja. Oh, fuck, Sniper, Mann! Ich hasse das. Und da war die Rex. Gut, das konnte ich jetzt nicht wissen. Was ist das für einer? Oh, Shelly. Aha, na super. Ach, dein Ernst. Also dein Ernst. Och, ich wollte da noch eine Mine hinlegen, aber. Ah, da ist ein scheiß Rauch da gezündet und. Ach, wir haben die! Oh, das hätte ich vielleicht auch machen können, Spawn campen. Aber das ist echt so noobig. Wir haben ihn noch gekriegt, aber auf Distanz, da ist es wieder. Da war der negative Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Es macht einfach nur Spaß, ja, okay. Aber Distanz, oh ja, da ist es wieder, da war es wieder. Also, die ist echt sehr geil auf kurze bis mittelmäßige Distanzen. Oh, doch, ja, also lange Distanzen kriegst du auch noch einen, gut, du kriegst noch einen 15er Schaden, das weiß ich, was du da kriegst. Aber es ist schon... Es ist eine geile Waffe, davon will ich jetzt gar nichts sagen, also die ist richtig nice. Aber, ja, die haben immer noch die, was geht da schief? Leute, was läuft schief bei euch? Ja, ich hüpfe gerade in der Mauer rum, hat ein bisschen mit mir anzufangen. Ich habe auch keine Lust drauf zu stürmen, wie so ein Geisteskranker und dann zu recken. Oh, scheiße, das mache ich doch gerade. Au, da war die M24, nicht so cool. Ja, wir sind noch gerade ein scheiß Team irgendwie. Ist irgendwie kacke. Naja, auf jeden Fall ist die Waffe ziemlich geil. Aber wirklich nur. Aber ich kann euch Maps empfehlen wie Myanmar. Sharky ist auch ganz witzig. Alter, Junge! Mann! Sharky ist geil. Ach, Junge. Sharky ist geil. Was kann ich noch empfehlen? Auf jeden Fall auch Oman. Da macht die sich auch sehr schön, die Waffe. Es ist das auch so? Ist herrlich. Es ist ein Traum, es ist überhaupt eine Rede, wenn es gibt. Was jetzt holen wir uns auch noch B? Schlecht, sehr viel schlecht. Ich bin auch schlecht. Stirb, verreck. Dich mache ich so kalt. Oder doch nicht. Ha, krank. Hilfe bei kritisch. Ich hoffe, das war da jetzt. Okay, gut, doch. Auf jeden Fall. Ja. Ich wollte den jetzt killen. Ja, scheiße. Egal, auf einmal sind wir übelst gut.
am Anfang übelst schlecht waren. Okay, wir sind noch übelst schlecht. Wir verlieren hier. Übelste. Ja, wir verlieren noch. Ich dachte gerade, wir haben uns noch B geholt, dann gehen wir alle zusammen auf C, aber da war der Irrtum. Wir sind auf jeden Fall herrlich. Zumindest immer so spät angezeigt wird es, aber auch herrlich, ey, ohne Witz. Ha! Da hauen wir einfach mal einen Spawnpunkt rein. Warte mal kurz, jetzt. Oh, nicht so lecker. Ich schieße voll auf den sein Head, aber treff nichts. Treff. Junge, ach, dein Ernst, Mann. Mann. Nicht so cool. Ich hab's jetzt irgendwie verpeilt. Autsch, da war ich down. Jetzt kann man wieder aufhören. Aber der Heli, ist der Heli mit down gegangen? Ach, scheiße. So gut, wir sind schlecht. Entschuldigt, wenn die Folge etwas länger wird heute. Was denn? Da ist doch gar keiner, Alter. Schießt du uns nichts? Junge, Junge. Jetzt wart. Och. Och, wie mich das wieder ankotzt. Ja, siehst du, du sollst warten, hab ich doch gesagt. Komm, fahr. Du sollst fahren. Jo. Alex wird vermutlich danach dazu stoßen. Autsch. Autsch. Krieg mal's hin. Oh, fuck, nein, nicht so lecker. Oh, die Waffe ist so geil. Ich hätte ich. Oh, hab ich. Oh. Ist mir egal. Ich reck so und so oft, weil da ist mir die Money auch egal. Ja, scheiße, Junge. Aber ja, scheiße haben wir da gemacht. Die Munition ist mir dann auch im Endeffekt egal. Komm, machen wir mal hin. Oh, den hab ich aber gekillt. Der war richtig schön, war der. Ja, 12-12. Im Endeffekt ist mir die Munition auch egal. Unser Team ist schlecht. Wir werden nur abgeschossen. Jo, und damit beende ich dieses Let's Play auch schon wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt natürlich cool.